So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute was ganz Besonderes, denn heute geht's zack, zack, rauf auf die Kuhne. Was auch immer das für ein Spruch ist, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt unterwegs hier am Dino, an der Sonnenuhr fangen da an, machen die legendäre Raid-Stunde mit Mewtwo. Hier so sieht die Nearby-Liste aus. Wir haben heute mal die Bildschirmaufnahme aus. Im Auto ist es auch dunkel, da wird also nicht so viel zu sehen sein. Guck, sieht komisch aus. Also, Intro kurz rausgesprochen, aus dem Fenster, es regnet. Deshalb haben wir jetzt die Regenrute eingeplant. Und ich werde dann einfach immer mal ein bisschen den Bildschirm abfilmen mit der Kamera, um zu gucken, ist das ein gutes, ist das ein shiny. Und wir rotzen heute voll durch, ne? So muss es sein. Euch viel Spaß natürlich. Wir gucken mal, ob wir einen shiny bekommen und ob das klappt mit dem Mewtwo mit Spukball, wenn man das nachts 20 Uhr nicht nur fängt, sondern nach 20 Uhr in die Lobby geht. Dazu müssen wir natürlich gucken. Hier in der Kirche zum Beispiel geht 18.20 Uhr noch ein Dreier auf. Wenn man den, wenn danach also noch ein Mewtwo kommt und das 20 Uhr noch da ist, selbst wenn es nur 5 Minuten sind, und ihr dann erst in die Lobby geht und das macht, müsste es also noch ein Mewtwo geben mit Spukball statt Psychostoß, weil die Attacken dann ab 20 Uhr wieder ausgewechselt werden für den X-Raid. Ihr wisst das ja alles. Boah, total nervös. Jetzt geht's aber gleich los. Glücksei nicht vergessen. Heute geht's ab und Fenster zu. So, müsste ich die Hand raushalten und dann bam, aber das geht nicht. So sieht es also jetzt aus. Ihr seht hier noch 13 in der Umgebung, obwohl wir so ein kleines Dorf sind sozusagen. Aber da wurde viel rumhantiert. Erstmal ein Glücksei noch einwerfen. Zack, denn gleich geht's los, falls noch Levelaufstiege vorliegen. Da, der Lift-Up-Raider hat schon hier ein Dings angenommen. Warum auch immer, wir raiden gleich zusammen. Warum nimmt der Geschenke an? Gleich vor, zack. Aber gleich geht's los, auf jeden Fall noch 19 Sekunden. Alter, was ist denn mit dem dreckigen Handy? André, ich spiel bald nicht mehr mit zwei. So, der erste Raid an der Sonne ist also down. Also, das erste Mewtwo ist down. Der Raid ist... Hey, es hängt. Das ist bei euch auch so, ja. Ja. Meins ist tot, aber... Was machst du denn schon wieder? Ja, das ist auch hier. Das geht nicht weiter. Hauptsache, die Zeit zählt. Das also Tab and Go. Fight and Wait, ne? Jetzt neu. Das starte ich jetzt aber nicht nochmal neu. Genau, du startest mal. Mal gucken, was passiert. Das sieht auch gut aus. Seht ihr, wie er das Mewtwo besiegt? Da vorne wird auch noch fleißig gekämpft. Also, erster Raid schon mal Fail des Tages. So, wir haben nochmal kurz neu gestartet. Theoretisch müsste es aber jetzt wenigstens anzeigen, was es ist. Und es ist ein... Mewtwo. Nix mit 23... 38. 84 muss es haben, genau, nix. Müssen wir fangen, dann geht's weiter. Oh, da ist noch das erste Shiny in der ersten Runde noch dabei mit 23, 42. Schnell wegfangen und dann weiter. Die zweite Lobby ist nämlich schon auf. Guckt dir das an. Von 17 Leuten sind noch 8 übrig. So schnell geht's. Gut, stirbt. So, Dino Raid also auch fertig. Der Kenny, der fährt schon mal weiter. Ich drücke mal durch und wir haben ein Nichts. Wieder mal mit. Sogar noch schlechter, 23,18. Du noch irgendwas? Ah, ist da. 21, Aufgabe 21. Fertig. 23,27. 27. Jemanden Shiny sonst? Irgendwas zu sehen? 49, nichts. Okay. Dann geht's jetzt weiter zu die Stolpersteine. Und danach fahren wir zum Turm hinter. So, und die Stolpersteine sind auch da und wir drücken mal wieder kurz durch. 13 Bälle, nix, aber mit 23,52. Da haben wir auch nix. Hat jemand von euch was? 58. 69. Und 52. Shiny, nix dabei, gut. Ja. Jetzt geht's zum Löwen und Brücke müssen wir weglassen und Theater. Theater ist ein Raid dran, Brücke ist Ex-Raid. Bruder. Ah. Wo kommt das her? Warum kam der denn her? Was? Wer bist du denn? Was ist nicht denn schon wieder Carsten die Arena ist so weit entfernt. Hallo. Random Ran. Hä, was ist denn das? Eben war er noch in der Lobby und hat gekämpft wie so ein Brutaler und jetzt zu weit weg. So ist es. Wir sind aber jetzt fertig mit dem Löwen und haben nichts mit 23,38. Jemanden shiny? Wir gucken nochmal hier auf den Gärten her, der sich gerade aufregt. Da waren Seemops. Was? Okay, shiny. Nehmen wir mit. Wunderbar. Jetzt weiter. Old City Tower. Zack. Und bisher jedes bekommen, trotz Tab and Go. Einfach alles eingetütet. Mein Ding ist weggelaufen. Und sein Ding ist weg. Gut. So.
Nidjarnik. Kennt ihr auch Nidjarnik? Schreibt's mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, der Old City Tower ist auch fertig. Wir würden... Achso, wir stehen ja schon hier, genau. Wir gehen dann weiter zum Stadtwappen und zur alten Kirche. Und wir gucken mal hier auch nichts mit... 22, 94, schon wieder 37. Ich krieg immer zu dasselbe, so wie es ausschaut. Guck mal hier rüber beim Ryan Dunn Benny, ne? Wenn ihr noch Ryan Dunn kennt, schreibt's mal in die Kommentare. 24! Da vorne links nix, also geht's weiter. So, wir stehen also am Stadtwappen. Die alte Kirche geht leider nicht. Da ist ein Gänger-Raid dran. Wir drücken hier mal wieder durch und haben ein... Nichts! Das ist ja wie am NT-Raid-Tag. 38! Ich fressen Besen. Was hast du? 51. Oh, Entschuldigung. Da vorne nix, ja? Gut, wir fahren zur X-Raid Arena zum Schwimmbad, nehmen da noch was mit, aber ist das schon das vierte 38er, was ich jetzt habe? Wäre es wenigstens ein 31er? Jetzt ist er auch noch tot. Die Drachen halten nix aus. Wieso überhaupt Drachen? Ach, bin ich doof. Ich bin auf Giratina eingestellt, deswegen nehme ich immer zu Drachen. Ach, dabei war Desperado schon richtig. So, macht es nicht wie ich. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit den Drachen gekämpft, weil ich immer noch bei Giratina war. Warte mal. Wir gucken durch und Shiny! Es rastet komplett aus. 23,66. Das nehmen wir natürlich mit. Bei mir lädt's noch. Da lädt es noch. Wunderbar. So, dann tüten wir mal hier heimlich 23, das Shiny ein. 75. 23,75, das könnte auch ein 96er sein, mindestens. Da drüben stehen noch irgendwo die anderen. 23,75. Das war also die X-Raid Arena. Wir gehen jetzt weiter. Wir gucken hier nochmal. Mewtwo wurde gefangen. Richtig genial. 6 Bonbons, 23,66. Wir bewerten das auch gleich mal. Wenn ich hier drücken könnte. Mensch. 15 Angriff, 14 und 12, so wie das ausschaut. 23,66, wunderbar. So, jetzt geht's zum Friedhof. Dann, keine Ahnung, die neue Arena. Und dann mal gucken, noch die Sporthalle mitnehmen. Wir kommen auf jeden Fall gut durch. Es ist nämlich erstmal 3/4. Da geht noch was. So, wir sehen jetzt, wo ich mit Despo da kämpfe und nicht immer zu mit den kleinen verkorksten Drachen, hält das Sechser-Team sogar durch und fällt nicht immer zu um. Also ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Da war ich wieder in einer ganz anderen Welt. Hab immer so gesagt, oh, meine sind tot, ich muss nochmal neu rein. Ja, Despo da hält natürlich gut durch. 13 Bälle und nichts mit 23,20. Hey, jetzt gehen wir noch zur neuen Arena. Die müssen wir nämlich noch auf Gold machen. Und dann setzt man noch einen hinten dran. Ja, du brauchst keine 5 Minuten, eine Runde zu fahren. So, noch an der neuen Arena nochmal 1000 Arena-Punkte mitgenommen. Das Glücksei läuft auch noch. Ihr seht, es ist 55. Eine haben wir jetzt noch hier auf der Route. Dann wäre die Raid-Stunde um. Aber im Wildgehege bei der Wildartentafel ist natürlich einer, der ist aufgegangen erst. Der ist noch länger da. Da würden wir danach auch noch hingehen. 23,17, die werden immer schlechter. 23,25. Da vorne nichts mehr, der Fahrer ist am Fahren. Ohne Handy, das habe ich nachträglich eingefügt. Wir fangen das jetzt noch und treffen uns an der Sporthalle. So, die Werratal-Sporthalle haben wir auch durch. Also gleich noch den Weg zum Wildgehege und der Fahrer ist dann eigentlich fertig. Der Benny sowieso fertig. Aber vielleicht macht ja noch jemand Theater, wenn da auch noch mal nachträglich einer aufgegangen ist. Shiny, ausrasten! So, mit 23,56. Den nehmen wir noch mit. Da haben wir nichts, ne? Was ist das? Ein Pokéball, sehr schön. Und eine rote Arena. Da nix. Wir fahren jetzt also noch mal, guck mal, wie im Horrorfilm, du. Ich sag's dir, das sieht doch gut aus. Wir fahren jetzt also erstmal hoch. Wildgehege und gucken mal, ob wir vielleicht trotzdem noch Theater dranhängen. So, jetzt noch mal kurz am Wildgehege. Da haben wir auch noch einen fertig. Aber leider kein Shiny. 23,19. Und haben wir da drin was Feines?
Nix mit 23:41. Da spricht der schwarze Mann, man sieht nur den Handybildschirm. Richtig genial. Dann würden wir jetzt noch zum Fahrlaub rüber wechseln, nochmal in die Stadt fahren und gucken, ob da noch was ist. Wenn nicht, war es das nämlich für heute. Schön, dass alle dabei waren, auch wenn man niemanden gesehen hat. Tschüss. So. So, da sind wir also am Glockenbrunnen. Ihr seht, wenn man die Zeit sieht, 19.37 Uhr. Die Raid-Stunde ist also schon lange um. Hier ist aber noch einer aufgegangen. Deswegen sind wir da noch hin, haben den noch mitgenommen. Leider kein Shiny. 23:13. Waren jetzt auch nur 8 Accounts noch. Es hat sich ein bisschen gezogen. 23:54. Hier, so sieht Mewtwo aus, wenn man nicht mitmacht. Hier ist Navi. Richtig genial. Hat jemand noch was Gutes? Nee. Kein Shiny dabei. Gut, dann werden wir jetzt das noch eintüten und ich melde mich dann fix von zu Hause nochmal. So, da bin ich nochmal. Ich habe ja gesagt, ich wollte mich nochmal zurückmelden und vielleicht wird euch auffallen, dass ich hier zwei lustige Lampen stehen habe im Schlafzimmer. Die habe ich mir nämlich neulich besorgt, weil ich dachte, falls ich doch nochmal was filmen muss, wenn es abends ist, habe ich da wenigstens ein bisschen Beleuchtung und kann dann nochmal ein Setting aufbauen, weil die Kamera ja sonst immer rauscht und das immer richtig mies aussieht. Deswegen kann ich das im Wohnzimmer abends nicht machen. Ihr könnt immer reinschreiben, wie ihr das findet. Sieht das gut aus? Kann man das so machen? Soll ich hier künftig meine Infovideos immer aufnehmen oder weiterhin im Wohnzimmer, dass die Katze hinten den Stuhl kaputt macht, was ja hier nicht geht. Tür ist auf, sie rennen sonst wo rum. Jetzt aber nochmal zurück, eben zur legendären Raid-Stunde mit Mewtwo, die jetzt auch vorbei ist. Ihr seht, es ist 19.52 Uhr. Ich bin jetzt auch zu Hause angekommen. Wir haben ja noch den letzten Raid jetzt in Wallraps am Glockenbrunnen gemacht, der erst kurz nach 7 aufging. Eigentlich gar nicht mehr da wäre, aber zusätzlich fungiert hat. Es wäre gegangen, dass wir erst um 8 in die Lobby gehen und den Raid um 8 machen. Eben wegen Spukball, was ich ja angekündigt habe im Video gestern. Mittlerweile kam aber die Meldung raus, dass das nicht mehr geht. Niantic, wie immer, hat das natürlich gefixt. Ist vielleicht auch dumm gewesen, darüber ein Video zu machen und das groß hinaus zu posaunen. Denn je mehr darüber geredet wird, desto eher erreicht das Niantic. Die realisieren das dann und ändern das dann ab. Es hat aber funktioniert, es sind Screens rumgegangen. Mehrere Leute haben das bestätigt, dass es möglich war, wenn man das so macht, nach 20 Uhr in die Lobby zu gehen, einen Spukball Mewtwo zu bekommen. Mittlerweile ging es aber nicht mehr. So ab 17 Uhr rum war das gefixt, also musste man auch nicht nach 19 Uhr noch einen Raid machen. Wir haben den trotzdem gemacht, eben weil wir noch unterwegs waren, das noch gepasst hat. Und wir wollen uns auch jetzt mal die Ausbeute anschauen. Insgesamt, ich glaube, so viel haben wir noch nie gemacht, haben wir also 12 Mewtwo Raids gemacht, wie ihr hier seht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mewtwo Raids. Letztes Mal bei der legendären Raid-Stunde habe ich einen Raid gemacht und dann die Freundschaftsstufen. Das habe ich heute nicht gemacht. Ich habe bewusst heute keine Freundschaftsaufstiege gemacht. Das werde ich alles am Mittwoch machen bei der Giratina Raid-Stunde. Da werde ich wieder einen Raid an der X-Raid Arena machen und die Freundschaftsaufstiege mitnehmen mit Video, mit Glücksei. Hier habe ich mich ganz auf das Raiden beschränkt und ihr seht, 12 Raids gemacht und 12 Mewtwo gefangen, trotz Tap and Go. Die erhöhte Fangrate, was macht ihr denn schon wieder? Die erhöhte Fangrate hat sich also auch irgendwo bemerkbar gemacht, von 2% auf 6%. 2 Shinies bekommen mit 23:56 das erste. Da gucken wir kurz mal drauf. Ja, das hat 13:14:13 am 8.10. eben gefangen. Und ein zweites, das war das erste, was ich heute bekommen habe, mit 23:66. Das hat ganze Angriff 15, Verteidigung 14 und KP 12, wenn ich das so sehe. Trotzdem relativ gute Ausbeute eigentlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war mal was anderes, habe also die Bildschirmaufnahme nicht mitlaufen lassen, habe einfach immer nur kurz mit der Kamera gefilmt, weil im Auto war es eh dunkel, da hat man nichts gesehen, so konnte ich eh eigentlich nur den Bildschirm zeigen, habe den halt mit der Kamera gefilmt. War mal eine andere Erfahrung, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Die Frage natürlich an euch, wie viele Mewtwo Raids habt ihr gemacht? Wie viele Mewtwo habt ihr gefangen? Habt ihr auch alle gefangen, die ihr gemacht habt? Und wie viele Shinies habt ihr gehabt in der legendären Mewtwo Raid-Stunde?
Das war's natürlich. Die nächsten zwei werden wieder mit Giratina sein. Heute also am Mittwoch die erste mit Giratina. Und nächste Woche nochmal Giratina in der Raid-Stunde. Und die restlichen zwei im Oktober wird dann ein neues Pokémon sein oder ein altes Pokémon oder überhaupt irgendwas. Wir werden es sehen. Vielleicht sind es ja die Regis. Man munkelt schon die ganze Zeit. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Das war's. Mann, Adis, hör doch mal auf damit! Wir sind raus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der randaliert immer zu. Erdmännchen! Erdmännchen! Was machst du da hinten? Ich weiß, was du gemacht hast. Das Kabel hat hier runtergehangen. Und du hast es immer gegen den Schrank gehauen, gell? Weil das ja so schön ist, wenn man das Kabel gegen den Schrank haut. Und hier alles runterschmeißt. Das nehmen wir aber jetzt mal an uns. Hoffe ich. Lass doch los! Nein! Nein! Es kommt mehr! Hilfe! So, und schon ist alles in Sicherheit. Da kommt keiner mehr ran. Wow. Jetzt wäre es bald nochmal runtergefallen. So, sind wir fertig? Ja? Ne? Fertig? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.